Ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich manchmal mit Marcel Meisen unterwegs bin als Mechaniker. Und dann dachte ich mir, für euch Zuschauer wäre es doch mal interessant, sein Canyon InFlight CF SLX mitzubringen und euch vorzustellen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das deutsche Meisterrad mal genauer an. Wir haben heute hier bei GCN auf Deutsch ein richtig deutsches Fahrrad. Und zwar vom deutschen Meister des Teams Alpecin Phoenix, Marcel Meisen. Sechsfacher deutscher Meister im Cyclocross und sogar einmal auf der Straße. Ich würde sagen, wir schauen uns das Rad des mehrfachen deutschen Meisters mal genauer im Detail an und schauen, ob wir das eine oder andere Feature finden, warum der Junge so schnell im Matsch unterwegs ist. Marcel Meisen fährt im Radcross, gewohnt auf einem Canyon InFlight CF SLX. Und nicht in der Standard-Team-Version, sondern er hat sein eigenes bekommen in der deutschen Meisterlackierung in Schwarz-Weiß mit den schwarz-rot-goldenen Emblemen. Ja, der Rahmen kommt von Canyon und natürlich auch die Gabel. Und die Schaltgruppe kommt komplett von Shimano. Und zwar die Shimano Dura Ace Di2 9170 vorne, also für hydraulische Scheibenbremsen. Die Reifen oder die Laufräder, die kommen ebenfalls von Shimano und zwar die Dura Ace C40 und auf diesen Laufrädern sind natürlich Schlauchreifen geklebt und die Reifen, die kommen aus Holland und zwar von Dugast. Und hier haben wir den Rhino-Reifen in der 32mm Variante. Der Rhino ist der Matschreifen und vergangene Woche hat Marcel dort in Italien beim Ciclocrossi del Ponte genau mit diesem Setup gewonnen und ich kann aus Insider-Infos berichten, er ist vorne 1,15 Bar und hinten genauso 1,15 Bar gefahren, also ziemlich wenig Luftdruck. Dann schauen wir uns an den Laufrädern noch die Scheibenbremsen an. Gebremst wird natürlich hydraulisch und die Rotoren von den Scheibenbremsen sind vorne und hinten 140 mm groß. Das sieht man ja bei Straßenrädern unterschiedlich, aber beim Team Alpecin Phoenix wird auch auf der Straße nur mit den kleinen Rotormesser oder Rotorendurchmesser gebremst. Das sieht man eigentlich nicht so häufig und was mir auch noch auffällt, in den Bremsblöcken sind herkömmliche Bremsbeläge verbaut. Normalerweise kennt man ja diese Ice Technology, aber ich gehe mal davon aus, beim Cyclocross wird durch den Matsch, durch den Sand, wird der Verschleiß höher sein und deswegen wird da einfach nur der Standardbremsbelag ausgetauscht. Gehen wir weiter zum Antrieb und zwar zur Kurbel von dem Rad von Marcel. Dort haben wir ebenfalls eine Dura Ace Kurbel in 172,5 mm Länge. Und wenn man genauer hinschaut, sehen wir noch eine Schutzfolie, die über die Kurbel geklebt ist. Wahrscheinlich damit, wenn man Überschuhe fährt oder der Matsch da zwischen den Schuhen und der Kurbel reibt, dass das Ganze nicht so beschädigt wird. Die Kettenblätter sind 46 als großes Kettenblatt und 39 Zähne als kleines Kettenblatt. Und hinten wird 11-fach geschaltet und dabei hat Marcel eine Auswahl zwischen 11 bis 30 Zähnen. Und die Kette kommt ebenfalls von Shimano Dura-Ace. Gehen wir jetzt zum vorderen Bereich, zum Fahrrad von Marcel und dort haben wir eine Lenkervorbaueinheit, ebenfalls von Canyon und zwar die H31 mit einem Vorbau oder mit einer Vorbaulänge von 90 mm. Der Lenker ist 400 mm, also 40 cm breit. Reach beträgt 70 mm und der Drop beträgt 128 mm. Der wird auch der Ergo Cockpit von Canyon Ergo Cockpit CF genannt. Ebenfalls am Lenker können wir noch die Di2-Verteilerbox, die Junctionbox erkennen, die mit einer kleinen Halterung ganz sauber unterm Vorbau sich befindet und dort, ja, wenn die Schaltungen eingestellt werden, einfach zu erreichen ist. Und was wir auch noch ebenfalls sehen im vorderen Bereich, die Züge, also oder die hydraulischen Leitungen und die Di2-Kabel verlaufen außen, aber kein Durcheinander hier beim Team Alpecin Phoenix, sondern es wird mit Schrumpfschläuchen gearbeitet und somit wird dann das Di2-Kabel und die hydraulische Leitung sauber in den Rahmen geführt. Gehen wir jetzt noch zum hinteren Bereich oder zum Sitzbereich. Dort haben wir ebenfalls eine Canyon Sattelstütze und zwar die S13. Das gleiche Modell wird ebenfalls beim Ultimate Rahmen verwendet. Gesessen wird auf einem Sattel vom Selle Italia und zwar der SLR mit einer Aussparung in der Pro Team Version. Noch irgendwelche Details und zwar keine Flaschenhalter am Crossrad. Deshalb, weil das Rad natürlich im Rennen geschultert werden muss öfters und wir haben hier noch ein kleines Detail, die Schrauben vom Flaschenhalter sind abgeflacht, also dass da keine Erhöhung ist. Normalerweise kennt man ja andere Schrauben, die so ein bisschen rausstehen und hier ist wirklich alles flach, nicht aus Aerodynamikgründen, sondern einfach vom Tragekomfort her. Ein Powermeter haben wir am Rad nicht, aber die Pedale,
die sind anders als beim Rennrad, und zwar kommen die aus dem Mountainbike-Bereich. Die XTR-Pedale, dieses Modell PDM 9100. Kommen wir jetzt noch zu den Maßen von Marcells Fahrrad. Das Rad kommt in der Größe XS und seine Sattelhöhe beträgt 69,8 cm. Die Distanz zwischen Sattelspitze und Ende Lenker oder Vorbaumitte beträgt 54 cm. Das Rad wiegt 7,71 Kilogramm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die schweren Reifen von Dugast etwas schwerer sind als so ein normaler Rennradreifen. Und man sieht auch an den Reifen, da ist ein Spezialkleber verwendet worden, der so ein bisschen an der Seite rauskommt. Wer errät in den Kommentaren, welcher Kleber hier verwendet wird, der ist auf jeden Fall ein richtiger Insider im Crosssport. Also ich bin gespannt, ob ihr es rausfindet. Was fehlt noch? Natürlich der Freilaufcheck. Und schauen wir uns mal an, wie sich die C40-Laufräder von Shimano Dura-Ace anhören. Ja, ganz nett, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum. Also ich habe schon lautere Laufräder gehört, aber das soll natürlich nichts zur Performance ausschlaggebend sein. Und jetzt am Ende würde ich noch gerne von euch wissen, was haltet ihr vom deutschen Meisterrad von Marcel Mausen? Wie gefällt euch die Lackierung? Oder fandet ihr das Modell vom letzten Jahr in Silber mit Schwarz-Rot-Gold besser? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat gefallen. Dann lasst noch einen Daumen nach oben da. Und wir hoffen, dass wir den deutschen Meister weiterhin auf einem Canyonrad sehen. Oder wird er vielleicht im kommenden Jahr auf einem anderen Modell unterwegs sein? Wir können gespannt sein. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.